In den Weiten des Internets kursieren zahlreiche Gerüchte über bestimmte Jurassic Park-Begebenheiten, die angeblich faktuell bestätigt werden. Ein sehr weit verbreitetes Gerücht ist das, dass der T-Rex, den der Spinosaurus in Jurassic Park 3 tötet, der gleiche T-Rex ist, den wir in Jurassic Park 2, also die vergessene Welt, sehen. Nur eben als Baby. Ich habe da jetzt mal nachrecherchiert und wir beantworten in diesem Video die Frage, ob da was dran ist. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Es wäre natürlich schon wirklich fies. Ich meine, der kleine Rex hat so viel mitgemacht. Er wurde von Roland verletzt und am Boden festgekettet. Nick Vanone hat ihm einfach mal aufs Schienbein gerotzt. Und zum Schluss von Jurassic Park 2 hat er sich dann noch an der Brille von Ludlow verschluckt. Eigentlich müsste man doch sagen, okay, das arme Tier hat jetzt genug mitgemacht. Er hat jetzt seinen Frieden verdient. Das sehen aber manche Fans anders, denn die gehen davon aus, dass der T-Rex, der in Jurassic Park 3 stirbt, der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 2 sein muss. Die Begründungen dafür sind so ein bisschen schwankend, also die machen nicht wirklich viel Sinn. Eine dieser Begründungen ist zum Beispiel die folgende, dass der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 3 ja auch eher so einen grünlichen Hauch hat, ähnlich wie eben auch der Baby-Rex aus Die vergessene Welt Jurassic Park 2. Da kann man aber gleich mal einhaken, der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 3 kommt nur ganz kurz vor und wechselt aber tatsächlich zweimal die Farbe. Als der T-Rex nämlich noch als animatronische Puppe benutzt wurde, ist er auch eher gräulich, so wie wir ihn eigentlich auch aus Jurassic Park 1 kennen. Sobald der Rex aber dann anfängt loszulaufen und hier das CGI einsetzt, ist er aus irgendeinem Grund grün. Ich habe keine Ahnung, wie sowas passieren kann, aber die Farbe switcht hier schon mal hin und her. Nehmen wir einfach mal an, okay, der T-Rex aus Jurassic Park 3 hat aber schon immer diesen grünlichen Ton gehabt und das war eben nur ein Filmfehler gewesen, was es eben auch war. Ist die Aussage, ja, der T-Rex aus Jurassic Park 2, der Baby-Rex, hat eine ähnliche Farbe wie der Rex aus der Jurassic Park 3, ein bisschen schwach, denn Tiere verändern ihre Farbe, wenn sie größer werden. Das sieht man bei Hunden vor allem, bei denen sich sogar das Muster im Fell komplett verändern kann. Ein anderer Aspekt, der dafür sprechen soll, dass der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 3 der Baby-Rex aus The Lost World ist, ist der, dass der T-Rex hier noch nicht ausgewachsen zu sein scheint. Deswegen ist er auch wesentlich kleiner als der Spinosaurus. Und das kann man aber widerlegen. Hierzu habe ich sogar ein paar Fakten gefunden, zum Beispiel einmal eine Tabelle, die zeigt, wie groß die unterschiedlichen Rexe, die wir eben im Verlauf der Geschichte sehen, sind. Der Tyrannosaurus Rex, den wir aus Jurassic Park 1 kennen, ist der größte, den wir bisher haben. Also Rexy ist so das Nonplusultra an Gewaltigkeit eines Tyrannosaurus, den wir jemals auf der Leinwand gesehen haben. Wenn man sich jetzt mal das Alter von Rexy anschaut, dann wird einem dann schon ein bisschen seltsam. Man fragt sich, okay, das ist aber schon irgendwie komisch. Der Tyrannosaurus Rex, also Rexy, wurde laut offiziellen Angaben der offiziellen Jurassic Park Website im Jahr 1990 ausgebrütet. Jurassic Park, der Film, spielt im Jahr 1993. Das heißt, Rexy hat gerade mal 3 Jahre gebraucht, um komplett auszuwachsen. Der Grund dafür ist ganz einfach die Genmanipulation. Das wird im Buch auch ab und zu mal angesprochen, dass die Saurier sich schneller entwickeln. Ihr habt mir jetzt auch geschrieben, das wäre sogar in den Filmen mal erwähnt worden. Ich erinnere mich da nicht dran. Ich weiß aber, im Buch ist es auf jeden Fall ein Teil der Geschichte, dass die Dinosaurier schneller heranwachsen. Weil John Hammond ist halt eben geldgeil. Und er denkt natürlich daran, so neue Attraktionen, wie er sie immer nennt oder wie sie in Jurassic World genannt werden, neue Produkte müssen eben schneller auf den Markt kommen. Aus dem Grund wachsen die Saurier wesentlich schneller heran, als sie in der Natur, als sie in Natura machen würden. Nehmen wir jetzt nochmal die Theorie auf, dass der T-Rex aus Jurassic Park 3 der kleine Rex aus The Lost World ist. Der ist aber zu diesem Zeitpunkt schon geschlüpft. Das heißt, er muss nicht unbedingt ein Jahr alt sein. Das wird auch, glaube ich, gar nicht erwähnt, wie alt das Tier ungefähr ist. Aber er muss ja mindestens, um das jetzt wirklich mal ganz plump und blöde auf das Minimalste runterzubrechen, er muss mindestens einen Tag alt sein. Denn er ist ja schon auf der Welt. Wir haben jetzt gesehen, dass Rexy 3 Jahre gebraucht hat, um komplett auszuwachsen. Jurassic World, vergessene Welt, spielt im Jahr 1997. Jurassic Park 3 hingegen spielt im Jahr 2001. Das sind aber jetzt 4 Jahre. Das heißt, wir haben hier einen T-Rex, der noch nicht ganz ausgewachsen ist, so behaupten es zumindest die Fans. Wenn das aber jetzt der kleine Rex aus Jurassic Park 2 wäre, hätte er nicht nach 4 Jahren ungefähr genauso groß sein müssen wie Rexy selbst? Jetzt werden viele von euch sagen, ja gut, der Spinosaurus ist aber auch einfach größer als ein ausgewachsener T-Rex.
stimmt hierbei nicht so ganz. Ich habe hier mal eine Tabelle für euch. Hier wird angezeigt, wie groß der Spinosaurus im Ungefähren zum Vergleich zu Rexy gewesen wäre. Und da merkt man, dass der große Unterschied zwischen dem T-Rex aus Jurassic Park 3 doch ein bisschen heftiger ist im Vergleich zum Spinosaurus, als es eben hier Rexy zum Spinosaurus gewesen wäre. Spiele wie Jurassic World Evolution 2 nehmen sich der Thematik auch an, weil auch hier bemerken wir, dass der Tyrannosaurus Rex im Vergleich zum Spinosaurus gar nicht mal mehr so klein wirkt. Im Film war das eben anders. Aus diesem Grund geht man davon aus, okay, das muss ein jüngerer Rex gewesen sein. Im Internet kursieren ganz viele Aussagen von wegen, der Regisseur hat mal behauptet, das wäre ein Kind. Da wurde das mal gesagt. Ich habe keine Aussage aus erster Hand lesen können. Da habe ich zumindest nichts gefunden. Wenn ihr sowas habt, schickt es mir bitte in die Kommentare unten rein. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass das wirklich stimmt und dass der Regisseur selber bestätigt hat, okay, das ist ein kleinerer, ein jüngerer T-Rex. In dem Fall würde es keinen Sinn machen, dass das hier der Rex aus Jurassic Park 2 ist. Und um euch jetzt noch eine offizielle Antwort auf die Frage zu geben, habe ich hier noch ein Zitat vom Regisseur selbst in Bezug auf den Kampf Spinosaurus gegen den T-Rex. Da wurde zwar nicht die Frage gestellt, ist das der gleiche Rex aus den Jurassic Park 2 Filmen, aber es wurde eben die Frage gestellt, was man sich bei dem Kampf gedacht hat. Was war der Hintergrund dabei? Und die Antwort darauf ist gewesen, dass der Spinosaurus eben eine neue Bedrohung darstellen wollte. Man wollte sich mit dem Auftreten des Spinosaurus quasi einen neuen Alpha-Predator, ein neues Maskottchen für die weiterführenden Jurassic Park Filme sichern, die halt eben nie gekommen sind. Aus diesem Grund musste natürlich das neue Böse, das alte, mächtigste Wesen im Jurassic Park-Universum vernichten, um eben darzustellen, jetzt bin ich der Boss. Das heißt, wieder einmal haben wir eine Szene, die gar nicht wirklich weitergedacht wurde. Da haben sich viele Fans wesentlich mehr Gedanken drüber gemacht als der Regisseur selbst. Aus offizieller Seite aus muss man daher ganz klar sagen, nein, es ist nicht der Tyrannosaurus Rex aus dem zweiten Teil. Das war so nie geplant, das wurde so nie gesagt, das wurde so nie bestätigt. Wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt da andere Informationen, schickt mir den Link mit dazu in die Kommentare rein. Ansonsten kann ich darauf nur sehr schwer eingehen. Das ist das, was ich darüber herausgefunden habe. Wenn man das Ganze jetzt dennoch eben weiterspinnt und sagt, ja, aber es könnte doch theoretisch sein, habe ich jetzt hier, glaube ich, auch bewiesen, nee, könnte es eben nicht. Der T-Rex müsste wesentlich größer sein, wenn er eben der kleine Rex aus Jurassic Park 2 wäre. Noch dazu gibt es YouTuber, die Videos darüber gemacht haben, wo sich Jurassic Park 3 und Jurassic Park 2 abspielen. Und es sind auch zwei komplett verschiedene Gegenden. Also alles spricht dafür, dass wir hier einfach einen weiteren T-Rex hatten, der eben ins Revier vom Spino gekommen ist und dann umgebracht wurde. Ich will damit jetzt auch niemandem irgendwie so die Illusion zerstören, ja, weil das wäre doch dann cool gewesen, irgendwie eine runde Geschichte, wenn das eben der Baby Rex gewesen ist. Wenn ihr da plausible Theorien dazu habt, schreibt mir das auch in die Kommentare unten rein. Ich finde sowas immer cool, wenn man sich dann doch irgendwie selbst ein stimmiges Gesamtbild da zusammenbasteln kann. Aber nach allem, was ich gelesen habe, nein, macht es keinen Sinn, dass das eben der Baby Rex aus Jurassic Park 2 ist. Die Rex-Familie hat ganz woanders gelebt, der T-Rex hätte viel älter sein müssen und der Regisseur hatte sowas eben nie im Hinterkopf gehabt. Obwohl, was Jurassic Park 3 angeht, hat der Regisseur einiges nicht im Hinterkopf gehabt und da kommen noch Videos zum ein oder anderen Thema. Ich weiß, die Antwort ist nicht ganz so befriedigend, aber das ist eben das, was ich jetzt hier raus lesen kann. Und wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt und wollt jetzt von mir eine Antwort haben, sage ich euch ganz klar, nein, das ist nicht der gleiche Rex wie aus The Lost World Jurassic Park 2. Allerdings bin ich nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Der liebe Peterio hat nämlich auch ein Video zu dem Thema gemacht. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, abonniert seinen Kanal, unterstützt ihn genauso wie ihr mich unterstützt habt, weil er nämlich auch sehr geilen Jurassic Park Content macht. Ich bin gespannt auf dein Video, lieber Peterio, ob du da vielleicht andere Infos hast als ich. Aber ich bleibe bei der Aussage, nein, das ist nicht der T-Rex aus Jurassic Park 2. In diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit dem Video. Schreibt mir weitere Fragen in die Kommentare rein. Ich werde versuchen, alles zu beantworten, sofern ich das eben kann, sofern ich Infos dazu herausfinde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.